Ja, ich habe gesehen, dass da unten ein Block liegt. Wenn ich jetzt runterspringe und den hole, komme ich erstmal nicht mehr hoch. Das ist so das Problem. Das ist mir jetzt ein Block eigentlich nicht wert. Ich meine, würden da zwei liegen, das wäre etwas komplett anderes. So, das war jetzt die eine Reihe. Oh, das heißt, wir haben das hier auch schon wieder geschlossen. Okay, da liegt auch noch ein Block. Damit sind es zwei. Holen wir sie uns schnell. Ich meine, ich kann nicht erst sagen, wenn da zwei sind, dann wäre es was anderes und dann springe ich nicht. War schon ganz schön finster hier drin. Moment mal, wenn ich jetzt schon unten bin. Wäre es doch ziemlich blöd, wenn ich jetzt nicht auch schnell neu aufladen würde. Fangen wir erstmal damit an. Da haben wir nichts mehr. So. Das war jetzt das Schlauste, was wir machen konnten. Wenn man eh schon unten ist, schnell nochmal Sachen einpacken. Und jetzt der Freisprung in den Tod. Ganz gut gesessen. Dieses Mal ein bisschen besser aufpassen, dass nicht wieder so ein Gemurks rauskommt. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4.
5. 1, 2, 3, 4, 5. 4. 1, 2, 3, 4, 5. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Wie war das? Aufpassen. 1, 2, 3, 4, 5. Zwei, drei. Was habe ich denn hier wieder gemacht? Ich hoffe, nur der ist falsch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt stimmt das. Zu blöd zum Zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Stimmt auch. Mich immer noch, was dieser Kreis hier zu bedeuten hat. Oder ist der einfach nötig bei dem Shader, damit das alles irgendwie funktioniert? Ich weiß es nicht, ich kenne mich mit Schattierung absolut nicht aus. Ich kriege ja nicht mal ein Sprite richtig schattiert. So, das reicht jetzt erstmal wieder eine ganze Zeit. Aber wir sind ja auch schon fast oben. Diesmal stimmt hier alles. So.
Dann sind wir ja schon fast ganz oben. Die Seite auch noch fertig gekriegt. Wir sind schnell heute. Na gut, wenn alles vorrätig ist, dann geht's natürlich auch schnell. Wenn jetzt bald die ersten Sachen, wie zum Beispiel Birke, anfangen zu fehlen, sieht's natürlich anders aus. Birke brauchen wir auch noch jede Menge. Aber irgendwo war doch ein Birkenwald in der Nähe. Da könnten wir uns ja eigentlich noch mal bedienen. Erstmal hoffe ich mal, dass es zumindest für die Umrandung noch reicht. Nimmer, das sind 50 ungefähr Höhe und wir haben nur noch, selbst wenn es nur 40 sind, kommen wir damit nicht hin. Oh je, ist das eine Menge hier. Mal gucken, ob wir noch schnell ins Bett kommen. Schnell, schnell, schnell. Schneller. Puh. Viel. Schade, dass man die Geschosse von denen nicht aufsammeln kann. Und du noch. Ja. Das wären viele Pfeile gewesen. Ach, guck mal, da liegen noch Knochen. Und dann kann ich Futter gleich auch nochmal neu einpacken. Was ein Kasten. Hier aus. Ah, immer noch nicht. Fehlt noch ein ganz kleines Stück. Das kriegen wir heute noch. Dann ist das auch getan. So. Der Rest weg. Oh, die gehen auch ganz gut weg. Absolut nichts mehr an Birke.
noch mal im Hauptlager. Rennen wir mal schnell rüber. Und da lang. Jetzt habe ich natürlich das Futter vergessen aufzustocken. Oh, zurück kommen wir noch mit der Ladung. Können wir jetzt auch schnell hier was mitnehmen. Haben wir genug vorrätig. Futter war da hinten. Nein. Ja. Das wollte ich doch. Ah. Damit kommen wir dann genau hin. Hoffe ich. Ein zu tief. Dahin. Damit könnte ich ja eigentlich schon mal zeigen, was ich da noch weiter vorhab mit den Birken. So, dann nehmen wir einfach mal ein bisschen mehr mit als sonst, dann zeige ich das. 5. Ja. Haben wir noch einen hier. Dann holen wir uns mal die Steine wieder. So. Futter hatte ich aufgefüllt. Denn der Abschluss, den möchte ich so nicht lassen da oben. Von außen. Von innen kommt ja eh noch ein Dach drüber. Jetzt hätte ich auch noch eine Leiter mitnehmen sollen. Vor allem muss da auch noch eine Reihe drauf, denn wenn ich das Dach jetzt mit Halbstein anfange, und die Halbsteine werden oben angebracht. Dann würde die Leuchtkraft der Kürbisse nicht mehr da sein. Also, habe ich mir gedacht, wir machen hier noch so schön eine ganze Reihe Birke dran. Dann sind die Birkenstämme auch abgeschlossen hier, außer auf den Ecken. Und da gehen schnell nochmal 3 Stacks drauf. Und von innen klatschen wir hier dann Steine drauf. Puh, durch den Leck gerade hätte ich es fast geschafft, mich hier runter zu stürzen. So, und die eine Leiter hätte ich dann hier vorne gebraucht.
Ja, wir kommen auch so hier noch hoch. Dann dasselbe hier. Das Ding eigentlich höher? Deutlich höher. So, und jetzt ziehen wir noch. Mal wieder runter. Könnte die Lücken auch fast sogar schon so lassen eigentlich. Es gibt dem Ganzen etwas mehr Profil. Und wir sparen ein paar Steine. Nee, ich finde, das macht so eigentlich was her, wenn wir das so lassen. Mal hier an. Wie gehabt. Von mir aus können wir jetzt auch, bis es ganz dunkel ist, eine Reihe mal durchziehen. Jetzt können wir auch gleich im Hauptlager übernachten, wieder auftanken. Die Halbsteine, die ich jetzt übrigens wieder rausgenommen habe, die sind jetzt natürlich nicht verschwendet. Die werden ja fürs Dach auch noch gebraucht.